Heute beim Magazin Next, Matthias C. und Rainer Schacht oder alias Schlicht, die Feisten. Ich begrüße Sie recht herzlich. Hallo, Hi. Grüß euch, grüß dich. Würden Sie mir bitte erzählen, wo jeweils bei Ihnen, ich denke es ist schon 2-3 Jahre her, die Begeisterung für die Musik losgegangen ist? Bei mir, es gab früher eine Samstagabend-Tradition in meiner Familie. Da wurde erst gebadet, dann gab es Daktari und dann die Hitparade. Und ich sag mal, die hat mich echt beeinflusst. Und ein bisschen später, dann mein Bruder war Fan von schwarzer Musik, von diesem Motown-Zeug, Temptations, James Brown und sowas. Und all das ist ein bisschen durchgeschüttelt worden bei mir. Und letztlich machen wir bei dem Zeug, was wir so präsentieren auf der Bühne, so Teilbereiche davon. Bei mir gibt es auch frühkindliche Einflüsse. Mein Vater war Sänger im Männergesangverein, also richtig so klassisches Ding, was es heute irgendwie, muss ich sagen, leider nicht mehr gibt. Da hat er mich ab und zu mal mit hingezerrt und mein erster musikalischer Auftritt, da war ich 6 Jahre alt, habe Mundharmonika gespielt auf der Weihnachtsfeier des Männergesangsvereins Liedertafel e.V. Und weil ich noch so klein war, hat man mich auf den Stuhl gestellt und ich habe 2 Weihnachtslieder gespielt. Mundharmonika spiele ich heute nicht mehr. Wann kommt dann die Entscheidung, dass man dem Ganzen noch ein neues Element hinzufügt, nämlich Comedy, und die danach folgende Entscheidung, jetzt machen wir sogar einen Beruf draus? Es war mehr oder weniger keine Entscheidung, die im Gremium entschlossen wurde, sondern das fand einfach statt. Wir haben zu der Zeit, als noch laute Rockmusik sehr angesagt war, haben wir damals angefangen, dieses akustische Zeug zu machen, und das ist auf große Resonanz gestoßen. Und bei uns war der Antrieb eigentlich immer der Spaß an der Sache, und der Erfolg hat uns überrascht und ging immer mit. Ja. Ne? Das ist diesen Kipppunkt, dass man sagen kann, am 17. September 1989 wurden wir professionell, den gibt es nicht. Es ist so, dass man das auf einmal merkt, dass man sich dann fragt, huch, wo bin ich denn hier reingerutscht? Das ist ja geiler, als das Studium zu Ende zu bringen. Das ist aufregender, als im Laden zu arbeiten oder so. Und auf einmal ist man an einem Punkt und macht immer weiter und dann wird es immer schöner und es hat halt einfach immer Spaß gemacht. Ja. Ich habe diesen Begriff vorher noch nie gehört. Pop A Cappella Comedy, wo ist der entstanden? Oh, der kommt ja noch von ganz schön Feist. Ne? Kennst du denn eigentlich ganz schön Feist? Also da war noch einer mehr dabei. Ja, da war noch einer mehr dabei. Und da haben wir quasi, du weißt ja selber, man muss den Menschen, die einen nicht kennen, immer irgendwie versuchen zu beschreiben, was auf sie zukäme, wenn sie ein Konzert besuchen. Und dann benutzt man halt, versucht man Begriffe, die populär sind, zu benutzen, um ein paar Stile zu beschreiben. Heute passt der nicht. Heute würde der Begriff nicht mehr passen. Wir haben uns dann nochmal ein Zwei-Mann-Song-Comedy selbst kreiert. Manchmal kommen diese Einflüsse auch von Journalisten. Das ist dann eigentlich gut, wenn das nicht immer eine Einbahnstraße ist, sondern wenn du von Schreibenden und aus Gesprächen und Journalisten auch was rausziehen kannst. Und dann nehmen wir die Zwei-Mann-Song-Comedy gerne entgegen. Der Umfang des Programms ist ja riesig und gewaltig über die Jahre. Wo nehmen die meisten Ideen denn ihren Ursprung? Oh, das ist ganz unterschiedlich. Wie soll ich sagen? Wir haben so eine Tradition, wir fahren immer weg, wenn wir nicht auf Tour sind, so quasi Arbeitswochen nennen wir das, dann fahren wir in ein Ferienhaus, da entstehen Sachen oder so. Ich mache Sachen, die entstehen halt im Kopf, aus dem Leben, was einem gibt, aus dem eigenen Humor empfinden und. Das ist wirklich so ein bunt gemischter Cocktail, dass man nicht sagen kann, da und da, so und so funktioniert das. Wenn es gut läuft, ist man so als schreibender Musiker eigentlich die ganze Zeit dabei. Ne? Also wenn es gut läuft, heißt, wenn man auch ein bisschen Zeit dafür hat. Also sprich einfach mal nicht zielgerichtet zu spielen. Das ist ja ein Kinderspiel eigentlich. Wir spielen mit Worten, wir spielen mit Musik, ohne gleich sofort im Kopf zu haben, oh, da wird jetzt irgendwas raus. Aber irgendwann merkst du, das ist so ein Fragment, mit dem kann man weiterarbeiten. Das kann man sich gegenseitig vorstellen und austauschen. Und wenn wir Glück haben und es gut läuft, ist dann irgendwann ein neuer Song fertig.
Und irgendwann wird man belohnt für all das, was man geschaffen hat. In der Vergangenheit ordentlich Preise abgesahnt. Welcher dieser Preise war eigentlich für Sie der entscheidende? Nun, für die meisten der Deutsch-Kleinkunstpreis. Das ist Urban Priol war es, oder? Ja, das ist der heilige Gral der Kleinkunstszene. Und der hat uns, nochmal eine gewisse Aufmerksamkeit beschert. Sowas ist immer gut für Menschen, die einen gar nicht kennen. Oder so, die kommen dann einfach mal wegen dieses Preises hin und merken dann, dass sie vielleicht schon 10 Jahre früher hätten kommen können. Im März 2018, irgendwie habe ich das für so einen Ritterschlag gehalten, weil es war so außergewöhnlich, 50-minütiges TV-Spezial, Adam und Eva war es, wurde dann auch im ZDF ausgestrahlt. Was für Empfindungen gingen damit einher? Weil dann steht man ja wirklich vor Millionen Menschen mit einem eigenen Special. Ja, das ist einfach positiv. Das ist dann eben, was jetzt, das ist an diesen Preis, an den Deutschen Kleinkunstpreis geknüpft, ne? Also Zusammenarbeit mit Dreisat, ZDF, und dann bist du natürlich auch aufgeregt, was diese Produktion dieses Specials angeht, und freust dich, wenn du dann im Prinzip über die Jahre, das dauert Jahre, dass Leute sagen, ja, ich habe euch das erste Mal da im Unterhaus mit Dreisat ein Ding gesehen. Ne? Also dann merkst du, dass es gut ist, dass sich das lohnt, was so die Verbreitung und die Wahrnehmung angeht. Ne? Das ist sehr positiv. Die Tourneeliste ist gewaltig. Habt ihr aufgrund der Erfahrungen von Corona Sorgen, wieder mal der Bühne fernbleiben zu müssen? Sorgen? Ich bin jetzt ganz vorsichtig, wenn ich sage, damals, als Corona kam, waren wir fast ein bisschen froh, dass wir eine Pause machen konnten oder so, weil wir hatten ja gerade eine 2020, glaube ich, 160 Auftritte gehabt, die waren zu 90% ausverkauft und das war eine Riesentour und natürlich war es sehr schade, auf der anderen Seite aber auch, man wird ja ein bisschen komisch, wenn man viel tourt und man ist die ganze Zeit im Hamsterrad und da wurde das einfach mal angehalten und dir wurde selber bewusst, es gibt ja noch ein Leben neben der Musik. Das haben wir zu der Zeit sehr genossen. Dass das Ganze so lange dauert, das hätten wir nicht gedacht und finden wir auch nicht okay. Ne? Ja, darüber hinaus hat man natürlich dazugelernt, dass es so etwas gibt, dass so etwas sein kann, dass aus welchen Gründen auch immer es heißt, nö, du kannst jetzt mal so deiner Arbeit nicht so nachgehen, wie du es gewohnt bist und wie du es gerne hättest und wie es auch richtig ist. Ne? Das führt zu einer Veränderung in der Einstellung, zu sagen, naja, gucken wir mal, was noch so kommt. Ne? Wenn man dann das erste Mal wieder oben steht, was war anders? War das Publikum anders? Wart ihr anders oder war eigentlich alles wie vorher? Ja, das erste Mal war ja, es ging ja dann weiter. Es ging ja mit den Masken weiter, es ging mit, das musst du dir vorstellen, dann wurden ja die Konzerte nachgeholt. Das heißt, teilweise nimm mal eine Station, die mit 1.000 Zuschauern ausverkauft wurde. Du durftest aber keine 1.000 Zuschauer reinmachen zu der Zeit, sondern nur, was, wie viel, 200 oder was weiß ich. Und dann wurde das aufgeteilt auf mehrere Tage. Am Anfang haben wir dann quasi mehrere Tage einen Auftritt abgespielt. Weil es so schön war, möchte ich sogar noch ein bisschen zurückgreifen, was deine Frage angeht. Wir haben ja auch so interessante Dinge wie Autokino-Konzerte spielen dürfen und auch Streams, ne? Also Livestreams ohne Publikum. Das alles sind Dinge, die, wie soll man das sagen, ist natürlich eine Erfahrung. Ist definitiv besser als gar nichts. Ne? Also gerade das Livestreaming-Ding, da hat unsere Fanbase uns das versüßt, dadurch, dass sie wirklich massenhaft positive Sachen zurückgeschrieben haben. Das war dann der fehlende Applaus, der kam dann 3 Tage später per Mail sozusagen. Ne? Aber das sind alles Dinge, die lagen so dazwischen und die waren gut dafür, dass zum Beispiel auch die technischen Teams wieder zusammenkommen, dass man überhaupt irgendwas macht. Ne? Und ansonsten sind wir jetzt momentan froh, dass wir schon etwas länger normal, Anführungsstrichen, auftreten können. Das ist auf jeden Fall deutlich besser. Aber ich habe, wenn ich das in meiner eigenen Vita betrachte, stellt man immer wieder fest, wenn man bühnenabstinent ist, dass man doch auch bühnensüchtig auf eine gewisse Art und Weise ist. Seid ihr das auch?
jetzt wieder ganz vorsichtig sagen, wie gesagt, wir sind vom Glück geküsst, dass wir das machen können, was wir machen, aber es gibt durchaus Dinge, es muss sich die Waage halten. Und natürlich ist man froh, wenn man spielen kann oder so, aber ich sage es jetzt mal so, nicht, dass man die Bühne irgendwie schmälern will oder so, wir machen auch so Musik. Also wir würden auch so Musik machen, wenn es die Bühne gar nicht gäbe. Aber auch noch ein kleiner Sidekick zu der Frage, was ich an mir beobachtet habe. Wenn wir viel gespielt haben, wir haben ja eine Standard-Konzertbeginnzeit in der Regel 20 Uhr. Wenn wir denn spielfrei haben, habe ich im Anschluss an eine lange Rutsche von Auftritten, merke ich, an dem spielfreien Tag um 20 Uhr, gegen 20 Uhr, geht bei mir das Adrenalin hoch, obwohl ich überhaupt gar nicht auf die Bühne muss. So viel zur unfreiwilligen Konditionierung. Ne? Also da bin ich ein bisschen nervös, bisschen mehr im Moment, du musst da gar nichts machen. Aber das kommt definitiv durch diese Gewöhnung des vielen Spielens. Ne? Aber insgesamt ist es alles positiv. Also wir treten, glaube ich, sehr, sehr gerne vor Publikum auf. Das ist einfach sehr erfüllend. Ja, wir haben auch ein geiles Publikum. Das grüßen wir an dieser Stelle mal. Hält uns die Treue unfassbar. Wir behalten die Karten, die kommen zu unseren Konzerten. Das ist in Zeiten wie diesen alles andere als normal. Dicken Dank dafür. Ja, Qualität setzt sich durch, so einfach ist das. Den Rest der Tournee, was erwartet den Zuschauer im Regelfall? Den Rest der Tournee? Wer es noch nie gesehen hat. Tja, wie soll ich sagen? Erstmal würde ich sagen, wir sind die ganze Zeit auf Tournee. Ne? Es gibt nicht immer so und so lang, so diese 30 oder 40 Auftritte zur CD und dann machen wir wieder eine Pause. Wir sind das ganze Jahr unterwegs, aber du fragst, was die Menschen erwartet. Das ist immer schwer, sich selber zu beschreiben. Das ist interessant. Es ist so, wir wundern uns ja selbst manchmal. Es gibt solche Dinge wie das Lied des Gänseblümchen. Das ist ein relativ... ein Lied, das uns schon selber schon lange begleitet, ne? Und wir verändern es wieder in unterschiedliche Situationen. Und das Gänseblümchen ist eigentlich ein ganz leichtes, fröhliches, ungefährliches Lied. Und wir selber sind überrascht, dass wir immer wieder Zuschriften bekommen von Menschen, die sagen, dieses Lied hilft uns durch das Leben und durch den Alltag. Und es hat uns geholfen, Krisen zu überwinden. Ne? Das sind dann Dinge, das ist eine Ebene, mit der wir, würde ich mal behaupten, gar nicht gerechnet haben und selbst denn davon überrascht sind, was wir mit unseren Sachen an gute Laune, an Fröhlichkeit, an Zuversicht und einfach an Lachen auslösen. Ne? Und das kommt auf die Leute zu, die unvorbereitet bei uns ins Publikum kommen, die werden wir nicht wieder los. Das ist unsere Erfahrung. Was wünschen sich die beiden Bühnenmenschen für ihre Zukunft, vor allem für die Bühnenzukunft? Dass das weitergeht, nicht nur für uns, richtig, sondern für die gesamte Branche, die gesamten Kollegen. Es gibt so viele geile Kollegen, die jetzt im Moment nicht die Möglichkeit haben. Und du sagst, Qualität setzt sich durch. Ich wünschte, es wäre so. Ich wünschte, dass das auch Gestalt annimmt. Und die Kolleginnen auch. Ja. Dann wünsche ich zum einen eine glückliche Hand und zum zweiten ausverkaufte Hallen. Und danke für dieses Gespräch.